Hallo meine kleinen Bastards und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute haben wir wieder eine Runde Hide and Seek für euch am Start. Und zwar mit dem Leben Weakness. Bruder, ich mach noch ein bisschen Tai Chi, Ling Lao. Leis. Ja, ich will ein bisschen leis. Und Leute, mit dem lieben Dicking. Ich kann tanzen. Aua. Wie ich meine Hüften schwinge. Alla, krass, der Typ, auf jeden Fall. Und zu guter Schluss, der Schmuckili. Hava, Nagila, Hava. Und Leute, ich würde mich mega freuen, wenn ihr erstmal ein Like da lassen würdet und mich abonnieren könntet. Und natürlich die Glocke aktivieren, meine lieben Freunde. Und ich würde mal sagen, Leute, seid ihr bereit? Yes. Warte mal, dann, was ist mit deinem Creator-Code? Oh, mein Creator-Code? Ja. Oh, okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch jetzt Odoman Piqué als Creator eintragen. War das cringe? Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe ins Team 16 und ihr ins Team 1. Und dann würde ich mal sagen, dann geht's direkt los und ich suche als erstes. So, Leute, ich bin jetzt in dem Todesbaum aufgewacht, weil ich der Seeker bin. Und wir sind im Todeswald, meine lieben Freunde. Das heißt, ich bin der Killer sozusagen und muss jetzt meine Opfer suchen. Jetzt gehen wir hier durch das ganze Gestrüpp hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Leute finde. Ich habe jetzt so ungefähr 6 Minuten Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, wo seid ihr im Todeswald? Bruder, da wo du nicht bist. Oh mein Gott, okay, Leute, ich muss schnell die Leute finden. Auf safe, Digga, du findest mich nie im Leben. Auf safe, ich finde dich auf jeden Fall. Ich hab so ein... Du musst richtig aufmerksam sein, um den zu sehen. No joke, okay, das ist echt schwer. Okay. Ich bin mal gespannt. Wo ihr sein könntet, meine lieben Freunde. Okay. Das Ding ist, also Burak hat einen roten Skin. Also den müsste man ja eigentlich easy sehen. Wollen weiter. Okay. Tschü, Digga, wie ich gerade sehe. Wir sind eigentlich alle voll nah beieinander. Hallo, ist hier jemand? Okay, Leute, ich bin mal gespannt, wo die sind. Ich muss die natürlich killen. Oh mein Gott! Schmocki war einfach in diesem Gestrüpp, Alter. Ich hab Schmocki! Haha, Schmocki! Okay, dann gucken wir mal hier in dem Gestrüpp. Dein Ernst? Nein! Dein Ernst? Hätte ich Schmocki nicht gefunden, hätte ich dich auch niemals gefunden, Dicky. Das war echt ein krasses Versteck, meine lieben Freunde. Das heißt, Burak ist mit dem roten Skin als letzter Überlebender, Alter. Was geht ab, Alter? Okay, ich bin mal gespannt. Oh mein Gott, Leute. Wo könnte Burak sein? Burak? Nein. Burak, wo sind Sie? Bestimmt ist der hier oben, bestimmt. Leute, nicht vergessen, weil wir sind hier in den Geistenwald drin, weißt? In den Todeswald drin. Im Todeswald sind viele Toten drin. Oh mein Gott. Ob du mich gefunden hast bei diesem Baba-Versteck. Bruder, auf korrekt, ich habe Schmocki gesehen, Digga. Dann dachte ich mir so, safe ist da auch jemand, weil du vorhin gemeint gehabt hast. Jo, Bruder, wir sind voll nah... Warte mal, wir sind voll nah beieinander. Danke, Deking. Danke, D-King. Aber, oh, warte, leider ist der nicht hier drin. Obwohl das auch ein gutes Versteck ist. Bist du? Ja, Digga. Safe, der hat so ein Baba-Versteck. Burak? Ja. Ja? Boah, jetzt hör mir auf, als ob ich euch jetzt so schnell finde, Digga. Und Burak einfach nicht finde, Digga. Oder ich bin Master of Hide and Seek einfach. Jetzt pass mal auf. Du bist hier Master von gar nichts erstmal, okay? Du bist der Master von geil. Ich bin dein Master, kleinen Barsch. Aber du bist jetzt auch nicht in so einem Drecksbusch, oder? Doch. Die denken, dass die Pokémon geworden sind. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Was ich da gesehen hab, Digga! Kommt, haut die was? Noch. Ja, komm doch, komm rein. Oh mein Gott, Leute, alter Burak, das war echt ein krasses Versteck, weil das hätte ich eigentlich gar nicht gesehen. Oder das ist richtig Alice im Wunderland, ich schwöre. Ich schwöre, das ist richtig krass, so einfach so ein Guckloch,
zack, und du bist drin, Leute. Und so viele Sachen gibt's hier auf dieser Map immer noch. Die Leute haben das jetzt leider nicht geschafft, sich so einen Ort zu suchen. Aber Leute, ich würde mal sagen, jetzt bin ich dran mit Verstecken. Und wer will suchen? Ja, ich meine, ich muss suchen, weil du mich als erstes gefunden richtig, hast. Alter. Let's go. Und Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in dem Versteck von den Verstecken von Odoman. So Leute, und zwar dürfen wir uns jetzt verstecken und was meint ihr eigentlich dazu? Weil das hat, ich weiß nicht, hat das jemand schon gesehen? Hat das Schmocki schon gesehen hier drin? Ja, was? Dü, nein, was? Das hat weißt du? Hey, ist eigentlich Jungs, schon, Mann, ist schon heftig, oder? Das ist krass. Aber ich guck mal weiter, meine lieben Freunde, weil das Ding ist, ich mach vielleicht ein Mindgame mit Schmocki. Leute, ich hab eine Mission. Nur wenn das funktioniert. Fuck. Leider geht das nicht, aber wir müssen hier auch mal gucken. Vielleicht ist hier was, D-King. Oh, nee, hier, geht, hier kommt der Mörder. Ja, ich weiß, aber... Boah, okay, das ist Asi. Das wäre Asi, was ich da mache. Okay, das wäre Asi. Okay, nein, Bruder, das ist Asi hier. Komm zurück. Okay, Leute, wir müssen jetzt mal richtig gucken, weil ich habe hier auch noch was gefunden gehabt. Hier, Odoman, hier, guck mal. Bruder, ja, das hatte ich auch im Kopf, aber ich weiß nicht, ist es nicht zu einfach, Bruder? Ja, aber guck mal, wenn ich hier hinter stehe. Ja, würde gehen. Ich finde das aber nicht so krass, mein Lieber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wird dich niemals finden, Bruder. Geh du da rein. Nein, alles gut. So, Leute, und zwar haben wir jetzt gesehen, wo sich D-King und Bruder verstecken werden. Und ich werde mich da verstecken. Ihr wisst schon, das habe ich vorhin auch gezeigt. Let's go. Und ich hol mir jetzt einen. Nein. Tschüss. Hallo. Meins. Heiße, ich wollte genau dahin. Ich komme. Warte, Schmocki. Wir müssen noch hinlaufen. Okay, Leute, ich bin mal gespannt. Okay. Seid ihr alle versteckt? Seid ihr neu am Spot? Ja, warte. Okay. Ich muss auf mein Versteck drauf. Okay, Schmocki, ich will mal sagen, du darfst jetzt aus dem Todeswald in unseren Todeswald reinkommen. Ich komme. Und ich bin mal gespannt, ob du uns finden wirst, mein Lieber. Natürlich. Ja, Digga, du bist doch so ein Schrottroboter, Digga. Wer bist du, Digga? Oh, da sehe ich ihn schon. Hi, ja, ne? Ja, mit deinem riesen Lolli, Alter. Ja, pass mal auf, Digga, ich steck dir meinen Lolli gleich sowas von tief in deinen Mund. Geil! Okay, ich sehe ihn leider nicht mehr. Ach, wen haben wir denn hier? Oh, hat der dich gefunden? Ciao. Digga, was? Burak zuerst gefunden hat. Oh mein Gott, Burak hatte das krasseste Versteck von uns, ne? Bye. Oh mein Gott, D-King, wir sind RIP. Der Schmocki, der hat. Oh, ich weiß. Roboter, jetzt. Ich hab Sensoren. Ich wollte gerade sagen, der Roboter, der hat Infrarot-Sensoren in seinem Gehirn. So, wie ich D-King kenne, hat er 100% einen Jump'n'Run gemacht. Digga. Schmocki, komm nicht. Burak! Wenn du mal Versteck siehst, Digga. Ich höre absolut RIP. Ich höre absolut RIP. Also ja, das ist das schlechteste Versteck, das ich gesehen habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Aber wer hat sich denn da gerade bewegt bei mir? Echt? Wer hat sich denn da gerade bewegt? Als ob! Als ob, Digga! Leute, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Und oder man jetzt gut. Bis zur nächsten Runde. Alter, als ob du so ein, ich bin der Roboter, Digga. Leute, schreibt mal in die Kommentare, dass Schmocki hackt. Hä? Schmocki hackt, das war... Nee, das zählt nicht, Digga. Nee, du hast gehackt! So, Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Schmocki, D-King, Weakness. Und, Leute... Was heißt Burak? Bruder. Und Leute, ich muss mal sagen, checkt mich auf jeden Fall auch bei Instagram ab. Und nicht vergessen, meine lieben Freunde, ihr bekommt zum nächsten Update die Kuscheltier, Kuschelherzen, Kuschelschwanz, Tarnung. Und nicht vergessen, lasst da einen Creator drin, ist egal ob ich, Kidmave, Wife, sonst irgendjemand, Leute. D-King. Und Leute, ich will, dass ihr auf jeden Fall auch so eine Tarnung bekommt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Beziehungsweise morgen, meine lieben Freunde. Und